Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland. So, wir räumen mal hier das Feld. Das schicken wir dann erstmal hoch jetzt zum Dingsbums. Und wir sind bei Gelegenheit mal waschen. Und Luft haben. Reparieren und waschen und machen das gleich. Haben wir es weg. Bevor wir es jetzt da hinschicken, brauchen wir den anderen. Den ja. Den brauche ich. Da kann ich mich in der Zwischenzeit schon mal Feldarbeit vor. Große Leiden, wo haben wir sich denn? Groß haben wir geladen. So, haben wir uns schon gar nicht verkehrt. Und hoffen, dass er sich nicht irgendwie verfitzt. Selbst auf allen drauf fährt, sonst kann ich ihn da aus. Einstellen. So, zack. Aber auch sehr. So, dann gehen wir nämlich erst sammeln. Felder muss schnell kriegen, damit ich dann, wenn ich dann an der Ernte bin, muss ich dann sozusagen quasi als auch mit dem Ding durchkriege, nebenbei. So, erstmal reparieren, waschen. Steigen. Und du nimmst dann schon mal den Anfang zu düngen, oder? Den noch nicht reparieren. Den wollten wir aber noch mal was reparieren. Muss ich die ganze Zeit ochsen, also kann aber der Apparatur umso billig, umso teurer wird es, dann will es nicht länger schwarze. Wenn wir noch eine Schlappe rumstehen, das was er nützen könnte. Da steht das Glas noch, kann er es zu können nützen, denn. War schon, muss ich sammeln. Erstmal muss ich sammeln. Ich nehme eine Moosknede zusammen. So, jetzt hier rum. MF haben wir uns sammeln. Die beiden könnten dann schon mal Zubringer und Fahrer machen. Ich wollte schon was dran heften. Den zumindest. Mit der dann gleich weiß, was er als nächstes zu machen hat.
Ich muss gucken, wer hat einen Prellteller, der hier? Aber habe ich genug bis zu wenig Personal. So drastisch es klingt, muss ich aber jetzt nicht sagen. Am Zeug habe ich genug, weil ich zu wenig halt hier. Wäre wahrscheinlich bald mal ein Multiplayer-Projekt angesagt. Aber die Zeit ist das Problem beim Multiplayer. Und die Zeit haben aber die Leute, die man aufnehmen will. Möchte man Zeit haben? Ich habe schon keinen Server. Muss ich jetzt alle hochladen, dass ich das Zeug vom Server laden. Schon alles so ein Menü steht nach Kleinarbeit den Leuten schicken. Hier war es langsam echt so weit, dass wir hier zu tun kriegen. Mal der Förster hier an den Ballen jetzt fest. Dann. Oh, der Vater von innen nach außen dürfte eigentlich nichts passieren. Umgedreht mit Sturm. Außen nach innen fährt. Wenn er erst die Innenbahn macht und dann außen, dürfte rein theoretisch nichts passieren. Aber nur rein theoretisch. Fast alle, also die Schlepper zum Einsatz können, im Einsatz. Da muss die mal einsetzen können, weil hier ist noch eine Abgabe hier drauf. Und hier, also eine eingesammelte Kraft, den Schlepper draufsetzen zu bringen. Das wäre voller Franz Quatsch. Was machen wir sonst, sobald hier das Feld leer ist? Zu schnell war er nicht gegriffen. Ach, wer muss hektisches greifen? Es kommt der Greifer in den Weiher. Hier ist es. Unser Schiebeschild. Die beiden nach hinten befördert. So, drei Stück noch. Ich glaube, das mit dem Bündchen ist erst im nächsten Fall, weil lohnt sich jetzt nicht mehr. Mit 10 Minuten ist ein bisschen Druck eingestellt habe und alles pipapo, da fährt er eine Runde in den Osten, da fährt er eine Bahn, dann war es das. Wenn wir die nächste Runde komplett losschicken, dann müssen wir mal umstellen, umrücken. Jetzt klappt das Ding rein, dass du recht nach links beim Schlepper hier vorbeikommen im Wald. In Enge mit dem Korkenzahl und Co.
Aber was will ich noch machen? Ist nun mal so. Ich muss schon morgen mit irgendeinem sperrend Gerät heraus vor Angstzustände. Wie ist das, wenn man so in dem landwirtschaftlichen Betrieb wohnt, wo auch größere Maschinen vorhanden sind? Das dachte ich mir, dass mit dem Stuhl da nicht so rumkommen. Ja, ich bin da schon weg. Jetzt mal geduldig. Ich meine dich, Kollege. Ich meine dich, Kollege. Bleiben Sie ruhig, Ihnen wird geholfen. Nur kurz geladen, dass du dich an den Punkt kurz geladen hast, in der Weiß gelöscht, wo ich dich abgestellt habe. Sammeln wir mal schnell die drei Bobbles ein. Weil das Gerätsche ist free. Allah, los. Das Spiel fällt doch selber ab. Muss immer was damit CP nicht vorkommen, weil immer die 8 ist so ulkig, das kann ich nie genug vorgewendet gefahren, dass CP damit klarkommt. Mit 13 habe ich das Baumproblem. Die anderen gehen einigermaßen, das ist groß genug, dass CP nimmt zurücksetzen kann. Aber die 8 und die 13, die sind ein bisschen Schmalfuß anlagen. So, set. Und abladen. Zack. Einmal rein.
Wendekreis wie eine Schrankwand. Oh naja. So lange ist gespannt. Da alles relativ stabil ist, muss man eine starke Achse haben, das Teil. Also daher wäre man das nicht ganz so pessimistisch im Wendekreis. So. Next one. So, das aber auch alles ein Screenshot. Erstmal mache ich so und off, wo wir mal dabei sind. Warum denn nicht? Zu hier. Mach du, greif zu. Ende der Route erreicht. Naja, aber das ist schon mal gut, aber hinten meine Ballen sammeln. Wenn wir fertig sind. So. Nee. Okay, lassen. Das war's. Zack. So, ich hätte auch mal die Lage gekriegt. Das dritte fangen wir jetzt ein. Einsammeln. Im Gemüse. Und schon das Ding am dümmsten ran. Ach, da mach ich mich dann. Das ist. Dann lass mal hier weiter. Ein noch. Ich jetzt hin. 24, 21. Sind ja 24, aber ich komme jetzt zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Däumchen da. Und ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.